Weise. Wir haben, glaube ich, vorher gesagt, wir wollen uns jetzt mal mehr auf Geschirr gehen. Genau. Konkrete. Genau. Maßnahmen. Also für die, die heute Morgen oder heute Vormittag noch nicht dabei waren, wir haben sehr viel über die Relevanz geredet von diesem Thema psychologische Sicherheit fürs Lernen, also diese Offenheit gegenüber Feedback, wie gehen wir damit um? Und jetzt wollten wir ein bisschen mehr in das Praktische reinkommen, ein paar Handlungsempfehlungen. Genau, du hattest ja auch vorhin gemeint, dass du vielleicht welche geben könntest. Das ist richtig. Also wir haben eine kleine, eine große. Okay. Genau aus dieser Überlegung heraus, wenn wir an die Frage, was kann man denn tun, kommt. Das Kleine möchte ich mich auf das beziehen, das ist nur diejenigen, die das heute Morgen erlebt haben. Wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, wenn jemand seine eigene Verletzlichkeit zeigt, ist das ein veränderter Moment. Oder dann schlägt es um oder hat die Chance, umzuschlagen. Ich möchte auf etwas hinweisen, was hier extrem wichtig ist und was gerade auch aus Moderatorensicht ein Instrument ist. Nämlich, es geht nicht nur darum, dass das jemand tut, sondern die Frage ist, wie es nachher beurteilt oder geframed wird. Also so ein Second Order drüber. Oder also in dem Moment, wo jemand sich verletzlich zeigt und es kommt nachher der Kommentar, aha, irgendwas, dann ja, ist etwas. Wenn jemand sich verletzlich zeigt und es kommt nachher der Kommentar, wow, wie cool war das, wie mutig war das, schau mal, du kannst das einfach so, ne? Und musst da und hast nicht Angst, dass da irgendetwas geschieht. Also das ist auch auf sich selbst bezogen. Na, ich kann unerbittlich Feedback empfangen und kann das ernst aufnehmen und verarbeiten und das kann nicht jeder. Aha, ich bin ein Held. Oder? Also bin ich auf einmal bin ich beim Helden und nicht bei dem mit der Fassade, sondern bei dem, der eben, weil er verletzlich ist, so ist. Das kann ich als andere Person, nicht die Person selbst, sondern andere Person, indem ich das kommentiere, indem ich da eine Reaktion drauf zeige, kann ich dieses Framework beeinflussen und das macht dann je nachdem, nimmt das den ganzen Raum mit. Das als Tool zu sehen, finde ich extrem wichtig, dass man das ganz bewusst einsetzt. Das Zweite, das ist ja ganz klein oder so, das Zweite ist eher größer. Das ist etwas, was ich momentan gerade mache in der Firma, wo das das Thema ist, psychologische Sicherheit, eine Veranstaltung. Und das ist eine Methode, die heißt Grey to Green. Und das ist das richtige Konzept. Das ist sogenanntes Design Learning. Ich weiß nicht, ob Selemi jemandem etwas sagt, Apples and Oranges oder so. Also es sind Tagesworkshops, die richtig, also so lizenzierte Dinge, die richtig, da kommen die Leute in Gruppen und mit Matten auf den Tisch und dann gibt es die Übung, wo sie mit Karten das diskutieren und so weiter. Und die Qualität liegt im Drehbuch und weniger an der Qualität des Trainings, damit auch skalierbar, Train-to-Trainer-Möglichkeiten. Und das Wichtige ist jetzt, es fokussiert nicht, wie ich das so oft sehe und ich selbst mich auch ertappt habe, dass ich das wollte, der Fokus, wie kannst du als Führungskraft dafür sorgen, dass in deinem Team die Leute sich nicht bedroht fühlen und da, 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 sondern der Fokus ist, wie gehst du als Person, Führungskraft, aber auch allgemein als Person, damit um, wenn du in diese Falle reintappst, in die Falle, ich bin Opfer, alle anderen sind schuld, Fingerpointing geht los und ich kann eh nichts tun und la 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 la. Wie kommst du da raus? Wie merkst du, dass du gleich da drin bist? Wie kommst du aus der Situation raus, in diese Handlungsfähigkeit wieder? Wie unterscheidest du Tatsachen von anderen? Weil das ist der wichtigste Fehler, den wir dabei machen. Wie wählst du andere Blickwinkel und wie entstehen dadurch neue Möglichkeitsräume und kannst du weiterarbeiten? Das kann man als Einzelperson machen und als Team machen. Und in dem Moment, wo ich den Fokus mache, was jetzt geschieht ist, die Leute drehen sich um. Also ich habe das jetzt vor ein paar Wochen in einer Geschäftsleitung gemacht und die Idee war, das mit allen Führungskräften zu machen. Die haben sofort gesagt, können wir das mit allen Mitarbeitern machen. Weil das hilft uns auch. Damit bist du auf einmal, du bist eigentlich um die Ecke gekommen. Du hast nicht gesagt, psychologische Sicherheit und du musst jetzt nicht mehr so Angst haben um Verletzlichkeit, sondern wenn du verletzt wirst, ja, jetzt reden wir mal darüber, wie du damit besser umgehen kannst. Und dadurch entsteht auf einmal durch den Hintereingang entsteht stärkere psychologische Sicherheit, dass die Leute auf einmal werden, ich kann das jetzt auch zulassen, ich kann das ansprechen und diskutieren. Also das ist eben, also Grey to Green, Grau nach Grün oder so. Eine Methode, da kann man sich auch lizenzieren lassen, das kann man sich vorstellen lassen und so weiter. Das ist einfach dieses eine Konzept, ein einfaches Workshop, der so funktioniert. Mhm, cool. Ich glaube, also mein spontaner Gedanke dazu ist auch, dass es wahrscheinlich einfacher ist, dieses Mindset durchzusetzen, wenn die Mitarbeiter auch alle geschult werden, weil ich kann natürlich die Führungskräfte schulen, schlecht aber nachher kontrollieren, ob sie das auch so anwenden. Wenn ich aber alle Mitarbeitenden in diesem Bereich schule, dann haben die auch eine andere Erwartungshaltung und
können auch dann spiegeln, zum Beispiel der Führungsposition spiegeln, zu sagen, das wird bei uns jetzt noch nicht so richtig gut umgesetzt. Ja. Unbedingt. Und ich nehme Asymmetrie raus letztlich. Mhm. Wenn ich nur die Führungskräfteschule habe, ich weiter Asymmetrie drin. Ja, genau. Das ist eine Kostenfrage. Ist ja auch beide Seiten. Also es müssen ja beide Seiten verstehen. Genau. Okay. Es kommt online, hat glaube ich, also ich möchte nur etwas sagen. Ich möchte mal jemand hören, der noch nichts gesagt hat. Ja. Weil das gehört von mir aus gesehen auch dazu. Weil wir haben ein bisschen viel Schweizer Dialekt gehört, sage ich mal so. Nee, aber du hast recht. Und was ich noch reinwerfen möchte, ist genau das, was ich jetzt gemacht habe, Stimme erheben. Weil es geht ja nicht nur immer um gut zu sein, sondern auch mal einen anderen Aspekt reinzubringen. Und jetzt habe ich fertig. Ich finde den Punkt sehr gut. Ich habe das nämlich in der Vorbereitung auch gelesen, dass man bewusst auch die Leute fragen sollte, die noch nichts gesagt haben. Also würde ich sagen, erstmal nehmen wir noch die eine Meldung von Stefan und dann wollen wir was hören von Leuten, die noch nichts gesagt haben. Ich fand zu dem... Zu dem Thema habe ich eigentlich vor kurzem gehört, das Problem, also wenn ein Problem im Raum steht, dann ist es wichtig zu klären, das ist nicht der Führungskraft der Problem, also der andere quasi, oder ich oder ein Kollege, sondern es gibt ein Problem im Raum und wir sollen zusammen darüber denken. Das finde ich ein interessanter Aspekt, wollte ich nur dazu bringen. Jetzt gebe ich gerne das Wort weiter. Christopher, du hast mir vorhin erzählt, du hättest vorhin gern was gesagt, bist aber nicht mehr dazu gekommen. Ja, das stimmt. Ich halte mich ein bisschen zurück, aber das ändere ich jetzt. Ich wollte den Aspekt einfach reinbringen, dass es einfach interessant ist, erstmal zu sehen, dass über die Industrialisierung das Thema Mitarbeiterrechte natürlich ganz am Ende einer wohlhabenden Gesellschaft steht. Das könnte man international vielleicht auch irgendwie vorantreiben, dass in anderen Ländern, wo erstmal nur Produktion im Vordergrund steht, dass diese Themen nach vorne kommen. Und das Zweite ist, es gibt ja das ESG, das Environmental Social Governance für die Unternehmen. Und wir machen jetzt viel im Bereich Environmental, im Thema Nachhaltigkeit, da haben wir auch Fördermittel-Session drin. Und es gibt halt jetzt eben kein Gesetz von der EU, das jetzt nicht mal psychologischen Krieg oder auch psychologische Gewalt irgendwie so betrachtet. Das ist ja ein Thema, von dem wir hier sprechen. Die Unternehmen könnten einfach diese gesellschaftliche Verantwortung ein bisschen mehr höher tragen. Und dann würde, glaube ich, in den Unternehmen da auch mehr passieren, automatisch. Ja. Das stimmt. Ich glaube, also wir reden viel davon, das zu optimieren mit dem Feedback und so weiter. Aber ich glaube, man sieht schnell, dass es auch Unternehmen gibt, wo die Situation so schlimm ist, dass sich keiner wirklich traut, irgendwas zu sagen. Wo wir dann in dieses... in diese psychologische Gewalt auch irgendwie reinkommen. Genau. Ist vielleicht auch kulturell abhängig, ne? Also ja, bestimmt. Auch von den Hierarchien im Unternehmen abhängig, denke ich. Britta schon gesagt, was ich denke, das hängt auch extrem davon zusammen, wie so eine Gruppe zusammengesetzt ist und was da gewisse, was sich auch etabliert hat über die Zeit für Machtkonstellationen und so. Also ich glaube, da frage ich auch, ob es dann über Training ausreicht. Also manchmal ist, glaube ich, so eine neue Strukturierung auch hilfreich, um wieder psychologische Sicherheit zu erzeugen. Ja, bestimmt. Also wenn zum Beispiel durch Dynamiken in der Vergangenheit viel kaputt gegangen ist, haben wir vorhin ja auch erwähnt, Vertrauen kaputt zu machen, geht halt schneller, als es immer aufzubauen. Ja. Ja. Ich habe im ersten Teil so ein bisschen den Raum geöffnet für die Angst, die dahinter ist. Also sprich das Verlassensein, des Alleinseins. Und jetzt geht es um Lösungen. Und eine Lösung aus der Psychologie für dieses Problem ist die Co-Regulation. Also wenn ich in dem Meeting jemand an meiner Seite habe, der mich co-reguliert, auf dem ich mich verlassen kann, der mich auch wieder rausholt aus dieser Verlassenheit, aus dieser Angst, dann öffnet es auch wiederum den Raum, dass ich meine Stimme erheben kann. Also Co-Regulation ist ein ganz wichtiges Lösungswerkzeug, wo helfen kann. Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage auch gewesen. Wie könnte das praktisch aussehen? Also bei Kindern sieht man es zum Beispiel ganz gut. Ein Kind fällt hin, kommt mit der Situation nicht klar, das Bein ist aufgeschlagen und blutet. Und die Co-Regulation ist, ein Erwachsener nimmt es tröstend in den Arm,
und nimmt diese Sorge, diese Last einfach weg, ohne zu bewerten. Das ist die ursprüngliche Koregulation. Und dann lernt er das Kind über die Zeit hinweg, dass es einfach normal ist, dass man mal hinfällt und auch nicht wirklich schlimm ist an der Stelle. Und so geht es eigentlich in einer guten Kindheit weiter bis ins Erwachsenenleben. Nur in der idealen Welt passiert das so. In der nicht idealen heißt es dann, du darfst keinen Schmerz haben, stell dich nicht blöd an. So, und dann kommen diese Sachen wieder hoch. In dieser Meeting-Umgebung heißt es vielleicht, einen vertrauten Mentor zu haben, der länger dabei ist, der nicht mehr diese Sicht hat, ich muss jetzt was reißen hier, ich muss jetzt unbedingt groß rauskommen, sondern der in seiner Ruhe ist, der in Sicherheit von sich aus ruht, der alles ansprechen kann. Mhm. Und den als Partner, als Verbündeten haben, um auch diesen Weg zu gehen. Weil das ist ja eigentlich was, wo man an sich selber arbeiten darf, um aus diesem Gefühl des Verlassenseins herauszukommen in seine eigentliche Macht, also aus der Ohnmacht in die Eigenmacht. Und wenn man jemanden findet, dem man vertraut, und man sagt, hey, den kann ich beschützen, der haut mich nicht in die Pfanne, dann ist dieser Schritt viel, viel leichter. Mhm. Das ist immer noch nicht leicht. Ich denke auch, dass wir das in der Coaching-Rolle so ein bisschen. Also wenn Coaching nicht bewertet. Mhm. Bei Co-Regulation geht es halt wirklich darum, wirklich jemanden an der Seite zu haben, der einem diesen sicheren Raum gibt. Montessori hat das ja damals so wunderbar beschrieben, dass es einen geschützten Raum braucht, um sich zu entfalten. Mhm. Und dann passiert Lernen wie von selbst. Und diesen Raum kann jemand aufspannen, der sozusagen jemand dann stützt, der noch nicht sicher in diesem Raum ist. Und das ist die Co-Regulation. Mhm. Nicht Co-Abhängigkeit, das wäre das Negative, was in Ehebeziehungen gibt. Der Schattenaspekt und die Co-Regulation. Das ist ja wirklich ein Geschenk, wenn du so jemanden neben dir hast. Das ist kann man das irgendwie befördern? Kann man, wenn ich jetzt überlege, wie kann ich in Meetings die Stimmung bessern, den oder die Einzelne dazu befähigen, was zu sagen? Kann das über ein Body System irgendwie gefördert werden? Ich glaube, wenn man so Partnerübungen macht, wenn man wirklich so Vertrauensübungen macht, ja. Man merkt ja eigentlich recht schnell, wenn man in den Raum reinkommt, mit wem ist die Harmonie da? Also wo ist Resonanz da? Ich glaube, das ist das Ursprüngliche, auf den Körper zu hören, mit wem gehe ich Resonanz? Und mit dem ich in Resonanz gehen kann, da kann ich ja mal ein bisschen näher hin und schauen, passiert das auch so? Oh, ja, er erwidert es. Und dann sehen wir, hey, wir haben Ähnlichkeiten, weil das Thema ist ja Vertrauen. Vertrauen braucht eine Basis, ich brauche irgendeine Resonanz. Wenn er irgendwie sagt, er hat den gleichen Fußballclub, oder das ist ja so banal, was es ist. Und dann beginnt dieses Flämmchen zu leuchten und es wird größer. Und auf der Basis kann man es ausbauen. Von daher würde ich sagen, Begegnung schaffen. Plattform für Begegnung, dass die Menschen sich wirklich begegnen, mal eine halbe Stunde zusammen Kaffee trinken. Und dann passiert das von selber. Der Franz meldet sich seit einer Weile. Wieder ein Schweizer. Ich habe mich nicht bewusst gemeldet. Ich habe mich höchstens nicht abgemeldet. Weil ich halte mich an das, was ich gesagt habe. Ja, irgendwie die Rolle, wenn ein Meeting stattfindet, so ein Moderator, also könnte bewusst sowas organisieren, was du vorher gesagt hast. Oder im Scrum gibt es das Scrum Master, das wäre eigentlich, verstehe ich das auch ein bisschen seine Rolle. Oder was denkt ihr? Das ist 100% seine Rolle. Ja. Also genau das ist die Rolle des Agility Masters oder des Scrum Masters. Genau das sind die People Topics. Mhm. Aber was Michael beschrieben hat, ist ja noch mehr. Ja. Das ist ja richtig. Ich finde jemanden, bei dem ich keine Angst habe. Ja, genau. Ich glaube, das ist aber auch eher so, also das geht für mich auch eher in Richtung Peer. Wirklich denjenigen, mit dem ich zusammen, sage ich mal, durch die Arbeitswelt gehe. Und dann wäre 1:1 generell, das ist nicht so richtig. Das ist schwieriger mit euch, oder? Aber die Kultur. Ja, ist gut. Aber die Kultur im Meeting oder im Team so zu kreieren, dass jeder auch diese Psych Safety hat, miteinander zu sprechen, Themen anzusprechen, das ist absolut meiner Meinung nach die Rolle des Agility Masters, des Scrum Masters. Was ich noch sagen wollte, ich habe tatsächlich das Glück, also meine Führungsperson ist wirklich jemand, der auch, also die auch für mich einsteht, wenn jetzt mal was nicht so gut gelaufen ist.
Also ich habe da schon eine große Sicherheit. Ich weiß aber auch um mein Glück und ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist. Und ich denke halt an die vielen Leute, gerade auch aus dem Bekanntenkreis, aus anderen Firmen, wo das einfach nicht so gegeben ist. Oder allein bei mir in der Firma aus anderen Abteilungen. Und ich glaube irgendwie, es ist eine super schöne Sache. Ich bin absolut dafür, weil ich glaube, in der Realität ist es einfach oft so, dass die Leute irgendwie sich nicht bereit erklären würden, eine Verantwortung ein Stück weit, auch allein eine emotionale Verantwortung für andere Leute mit zu übernehmen. Und ich glaube, wenn das nicht gegeben ist oder auch nicht hergestellt werden kann, weil der Kontext sich vielleicht die nächsten ein, zwei Jahre nicht ändert, dann muss man einfach total dafür sozusagen auch Selbstfürsorge zu übernehmen, also Verantwortung für sich selber. Und das könnte man ja beispielsweise machen, indem man einfach auch ganz klar macht, wo sind denn zum Beispiel, das wird natürlich den Führungskräften überhaupt nicht passen, wo sind denn rechtliche Grenzen, was darf man denn überhaupt nicht als Arbeitnehmer oder Arbeitgeber? Und daran eben auch zu sagen, wo darf ich als Arbeitnehmer mal Grenzen setzen, wenn es mir zu weit geht? Also natürlich in einem respektvollen Rahmen, alles ganz klar. Und ich glaube, wenn jeder das für sich selber macht, startet es von ganz allein, dass man das für andere auch macht. Also ich bin jetzt auch neu in den Arbeitsmarkt gekommen und da musste man das sich auch erstmal definieren. Wie viele Überstunden mache ich? Wann sage ich auch mal, stopp, jetzt reicht's? Und wie sage ich das und wann sage ich das? Sage ich das, wenn ich die Überstunden gemacht habe und gar vielleicht noch ein bisschen sauer deswegen bin? Oder lasse ich mir mal ein, zwei Wochen Zeit und guck mal, ob sich da eine Gelegenheit gibt, dass ich das ausbalanciere, eine Pause mal um ein, zwei, drei, vier Stunden verlängere, mal einen Arzttermin ausreize. Und ich glaube, wenn man da den Mitarbeitenden den Raum gibt, sich selber zu erkunden und für sich selber Grenzen festzulegen und das in der Firma etabliert, passiert es auch automatisch, dass die Leute, die das für sich selber nicht so machen können, weil sie vielleicht schüchtern sind oder sich nicht trauen, dass da auch andere Leute, weil sie es für sich selber eh schon gewohnt sind, auch für andere mitmachen. Also so kenne ich es auch aus anderen Kontexten. Also ich würde nur noch mal präzisieren, der übernimmt nicht die Verantwortung, weil sobald er das tut, ist es Co-Abhängigkeit. Darum habe ich ja versucht, den Begriff noch reinzubringen. Der lässt die Verantwortung bei der Person, aber er steht ihm zur Seite, dass er nicht gleich am leichtesten Wind umkippt. Es ist Co-Regulation. Er reguliert sozusagen, also wenn man es tiefer einsteigt, dann sind wir beim Sympathikus, Parasympathikus und sind dann plötzlich beim Nervus Vagus, der einen sehr stark reguliert. Also da sind wir gleich in biologischen Prozessen. Und es geht darum, diese zu regulieren, weil die kannst du nicht einfach, weil die triggern sofort und dann bist du wie gelähmt. Und dies zu regulieren, dass wir dann wieder in seine Ruhe kommen, durchatmet, kein Säbelzahntiger ist da, es ist keine Gefahr, alles ist gut. Darum geht es. Es geht nicht, ich schaffe dir jetzt mal dein Aggressionsobjekt weg. Nee, es geht nur darum, in Ruhe runterzufahren. Wir haben online noch von der Johanna eine Meldung. Du bist noch im Dankeschön. Entschuldigt, es ist schon spät. Nein, ich wollte mich eigentlich an Franz halten und nichts sagen, weil ich heute früh schon so viel geredet habe. Aber jetzt wollte ich doch noch mal einen Aspekt kurz aufgreifen, weil ich finde, klar, also einerseits der Mitarbeiter muss sich trauen, die Führungskraft muss irgendwo befähigt sein, da auch entsprechend zu wirken. Aber ich finde so dieses Thema Unternehmensführung ist da noch ein ganz, ganz wichtiges und dass das eigentlich auch von ganz oben herab vorgelebt werden muss, weil auch der Geschäftsführer ist ja Führungskraft und hat seine anderen Führungspersonen unter sich. Und nur so vielleicht mal als Handlungsbeispiel, wie wir das versuchen, dann auch gleichzeitig als Erziehungsmaßnahme intern zu nutzen, Erziehung dahin keine Angst zu haben, Fragen zu stellen. Wir haben einen Kanal geschaffen, auf dem, also der heißt Mitarbeiter fragen, Geschäftsleitung antwortet. Und genau das tut dieser Kanal. Jeder, der möchte, kann seine Frage da hineinstellen. Und unser Geschäftsführer, mal mit ein bisschen mehr Zeitverzögerung, mal mit weniger, je nachdem, wie viel auf dem Tisch los ist, antwortet wirklich persönlich auf die Fragen, die da gestellt werden. Und da werden auch teilweise, ich sag mal, kritische Fragen, würde man sie bezeichnen, aus der Unternehmensleitung herausgestellt, werden aber einfach offen und ehrlich beantwortet. Und das, habe ich gemerkt, hat den größten Effekt dabei, Mitarbeiter auch dazu zu bringen, keine Angst davor zu haben, Fragen zu stellen und auch kritische Fragen zu stellen, weil sie einfach sehen, beispielhaft sehen,
hey, es passiert mir nichts. Es passiert nichts, es wird beantwortet und danach hat es aber keine weitere Konsequenz. Außer wenn der Geschäftsführer das Thema total interessant findet, dann kommt er vielleicht und fragt, hey, wie hast du das denn gemeint? Kannst du mir das mal erklären? Aber viel mehr passiert nicht. Also eher so ein positiver Effekt daraus noch. Und das wollte ich nur kurz einwerfen noch. Danke. Kurze Frage, da ist der, also ist dieser Kanal, ist das dann anonym, weil das habe ich jetzt auch schon erlebt, Nein. dass es so Seiten gibt, wo man anonym Fragen reinstellen kann, Nein. gerade wenn es irgendwie Umorganisation ist. Ist ganz gibt. Öffentlich über Teams bei uns. Also wirklich auch mit Name und wir haben natürlich anfangs so ein bisschen auch intern Marketing dafür betrieben im Sinne von, komm, traut euch, nutzt. Also diese Umstellung war jetzt nicht von heute auf morgen und jeder dachte sich, geil, mache ich. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Man muss das ein bisschen anerziehen. Man braucht ein paar Leute, die sich das von Anfang an trauen. Aber die hat man bei etwas. Also wenn man nicht nur 10 Mann hat, dann bin ich relativ sicher, einer ist dabei, der sich traut, den ersten Schritt zu machen und diese erste Frage zu stellen. Und danach geht das peu à peu und Stück für Stück und jeder traut sich immer ein bisschen mehr. Und das hat ganz gut funktioniert. Weil wir es ja heute Morgen hatten, dass man muss das dann erlebbar machen, dieses, jemand traut sich, eine kritische Frage zu stellen und es wird auch offen angenommen und ehrlich beantwortet. Keine negativen Folgen, das muss ich ja erfahren, damit ich mich dann auch traue. Ne? Das bist du dir ja so, im Grunde muss man das eigentlich sich so ein bisschen daran arbeiten, mit ein bisschen kritischen Frage, ein bisschen mehr kritischen Frage, das eigentlich schon so vorbereiten. Dass man Also wenn man den Kanal analysiert, dann glaube ich, kann man genau dieses Bild auch bei uns erkennen, dass die Fragen einfach über die Zeit hinweg immer mühkritischer geworden sind. Johanna, wie lange gibt es denn den Kanal schon? Kann man schon sehen, wer in die Karriereleiter weiterkommt? Und wer... Sekunde, ich kontrolliere mal schnell. Nein, also das hat bei uns wirklich keine Auswirkungen auf irgendwelche internen Befördermaßnahmen und Ähnliches. Den Kanal gibt es jetzt, ich müsste echt nachschauen, dass ich nicht lüge. Eigentlich perfekt. Ziemlich genau irgendwann nach den ersten Corona-Monaten. Weil, gut, bei uns dann auch von 100% Präsenz auf kurzzeitig 100% Homeoffice gegangen ist und wir aber uns halt überlegt haben, wie kann man Kontakt halten und das war eine Maßnahme in diesem Kasten. Also allein an meiner Reaktion, wo ich so dachte, oh, lieber Christian, habe ich so gemerkt, das wäre total cool, wenn das funktioniert. Und wenn man sich das wirklich trauen würde, und warum denn eigentlich nicht? Also selbst in einem großen Unternehmen wie SAP, eigentlich, was spricht denn dagegen? Was spricht denn dagegen, dass ich mal, hey, ich habe hier eine Idee, pass mal auf. Ne? Was? Ich habe da zwei Beispiele. Nee, die Frage ist folgende, wenn wirklich ernst gemeint schwierige Themen angesprochen werden, welche schwierige Entscheidungen verlangen, dann muss man auch konsequent durchgreifen. Ich habe das erlebt in einem Fall bei einem Unternehmen, wo ein CEO, ein Geschäftsleitungsmitglied eigentlich sehr, so gut wie möglich freigestellt hat, weil er gesagt hat, wir sind nicht glaubwürdig mit dir bei dieser Transformation. Er hat es auch so gesagt, er macht einen guten Job, passt jetzt einfach hier nicht hier hin. Und auf der anderen Seite das Gegenbeispiel, einer der großen Basler, nicht die, die hier sind, genau, wo es auch diese Ask Me Anything Sessions gab mit dem CEO. Und nachdem bei der dritten Ask Me Anything Sessions eigentlich die dominante Frage immer wieder war, wie kommt es denn, dass bei diesem neuen Enthierarchisierungsprogramm, das da läuft, der Leiter der Produktion eigentlich einfach nichts macht in diese Richtung, sondern genau das Gegenteil macht. Und was passiert jetzt diesbezüglich? Weil wir sind ein bisschen ungeduldig und enttäuscht. Und auf dem dritten Mal wurden dann einfach in der Produktion die Ask Me Anything Sessions nicht mehr durchgeführt. Dann ist das so ein gewaltiger Schuss. Also damit ist eigentlich das Programm an der Wand. Oder? Und man muss bereit sein, ernst, also nicht einfach zu sagen, ja, jetzt haltet mal die Klappe. Ich habe keine Zeit, um diese Entscheidung zu treffen. Man muss bereit sein, wenn da Dinge kommen, die schwerwiegende Entscheidungen verlangen und dafür auch Gründe haben und nicht einfach so wegdiskutiert werden können, diesen Schritt dann zu gehen. Aber vielleicht, wenn man tatsächlich mit so einem persönlichen Kanal, wie die Johanna das sagt, also über Teams anchatten oder eine Mail schreiben oder anrufen oder sowas, ist das vielleicht nochmal anders, wie wenn man das ist vielleicht dann der zweite Schritt, so eine Ask Me Anything Session, wo man das dann auch öffentlich macht und wo dann auch die Öffentlichkeit, dann ist man noch sicher, also dann muss das Umfeld noch psychologically safer sein, wenn man da so eine offene Session macht. Aber habe ich Johanna falsch verstanden? Ich habe gemeint, das sei öffentlich, dort auf Teams.
Also es ist ein öffentlicher Teams-Kanal, genau, aber es ist jetzt keine so eine Gruppe, wie wir es jetzt sind, wo halt dann offen Austausch gemacht wird, sondern es kann halt einzeln, genau, also jeder kann einzeln seine Frage stellen, es ist ein öffentlicher Teams-Kanal. Ich habe das falsch verstanden, weil ich dachte, das wäre so eins zu eins, also ich ping... Nee, also wirklich öffentlich. Das ist aber auch dieses Ziel dahinter, dass man sagt, das ist öffentlich, weil vielleicht der, der sich noch nicht traut, mitlesen kann und dann sagen kann, ah, okay, ich weiß die Info auch oder vielleicht traue ich mich das nächste Mal doch, meine Frage zu stellen. Also das ist so ein bisschen schon auch der Nutzen dahinter, dass man sagt, es haben wirklich alle Zugriff drauf. Genau. Also ich glaube, es geht nicht mit jedem Geschäftsführer, das muss man vielleicht auch dazu sagen, oder Geschäftsführerin. Das ist, man braucht da schon den richtigen Typ Mensch, der einfach auch offen und ehrlich dann mit diesen Fragen umgehen kann und da entsprechend reagiert, sagen wir es mal so. Aber oft ist man ja auch an der Lösung des Problems interessiert. Und wenn man jetzt einen vorschiebt als Sündenbock und sagt, trau dich mal, das Thema X anzusprechen bei der Führungskraft, ist das schon ein 1-1 und sagt, oh, harte Frage, live, schwer zu beantworten. Das ist sowas schon ganz gut, dass man zum einen auch vielleicht doch in diesen, ich sage mal, All-You-Can-Eat-Sessions, also diese Ask-Me-Anything-Sessions, dass man dann vielleicht doch die Frage halt auch so formuliert und auch anonym stellt. Weil dann ist das Thema, das Problem adressiert. Ich bin als Person raus, aber trotzdem wird sich darüber, wenn sie hoch geratet ist, was bei uns in der SAP der Fall ist, dann müssen sie diese Frage beantworten. Wenn sie es nicht live machen, also nicht hoch genug geratet, machen sie es im Anschluss. Aber dann ist das Problem adressiert. Und es ist egal, ob es jetzt Uwe Klaus Moni adressiert hat, es ist da im Raum und es muss bearbeitet werden. Also mehr Lösungsorientierung. Für uns aber auch genauso. Ja, also bei den Ask Me Anything Sessions ist es auch so, die werden am Schluss gevotet. Und es wird während der Session schon, also ich glaube, eine Dreiviertelstunde ist Zeit für die Geschäftsführung zu antworten. Und wenn sie es halt, wenn sie nicht alle schaffen, dann werden wirklich alle im Nachhinein auch beantwortet. Also das wurde auch entschieden und es wird auch so gemacht. Du bekommst dann eine Mail mit der Antwort am Schluss. Ja. Man weiß aber auch, dass die oft vorpräpariert sind. Also genau. Es gibt die Icebreaker-Questions, es gibt die Assistenten, Assistentinnen, die Fragen vorformulieren aus dem Team raus, damit das ein bisschen weicher ist und nicht nur die harten, bösen Transformations- und Entlassungsfragen kommen, sondern auch das, was das Management kommunizieren möchte, dass das halt nochmal adressiert wird. Ich habe sowas selber vorbereitet, deswegen weiß ich, dass es nicht so ist. Kann es geben, so. Kann es geben, ja. Franz meldet sich auch nochmal? Oder immer noch? Immer noch. Nein, jetzt möchte ich wirklich was sagen. Und zwar gilt es für mich zu unterscheiden psychologische Sicherheit im Team und in der Firma. Ja. Das sind für mich zwei Paar Socken. Weil das eine ist ja wirklich der intimere Raum, wo man Vertrauen hat zu jeder Person. Und das ist meines Erachtens in der Firma fast nicht möglich. Und was mir noch in den Sinn gekommen ist, das erste Mal etwas über psychologische Sicherheit habe ich gespürt, als wir in einen Breakout-Raum gekommen sind, wo der eigentliche Lehrperson nicht mehr da war. Da hat sich sofort etwas geändert. Oder man konzentriert sich nicht mehr auf die Führungsperson, sondern die Informationen gehen im Kreis rum. Das gehört meines Erachtens auch dazu. Ja, ich finde auch zum Beispiel diese Idee mit diesem offenen Kanal, wo jeder reinschreiben kann, finde ich auch gut, aber es ist natürlich auf Teamebene braucht man eine andere Lösung, weil es bringt jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner direkten Vorgesetzten ein Problem habe, wäre das jetzt nicht angemessen, irgendwie in den Kanal fürs komplette Unternehmen das reinzuschreiben. So. Das ist nochmal, glaube ich, auch eine andere Ebene. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist das eine persönliche Sache auch, was einfacher ist, ein allgemeines Problem im Unternehmen in einem Teams-Kanal zu posten oder wirklich zu meiner Chefin zu gehen und zu sagen, ich bin mit der und der Situation nicht zufrieden und sie direkt, also sie direkt als Vorgesetzte zum Beispiel zu kritisieren. Das sind, glaube ich, nochmal so zwei verschiedene Herangehensweisen, die man da braucht. Mich erinnert das an den Fall, der vor kurzem durch die Presse ging. Als Elon Musk Twitter übernommen hat, war einer der Softwareentwickler relativ ratlos, was seinen Job angeht. Er hat mehrfach an seine Führungskräfte eine Anfrage gestellt, was mache ich jetzt eigentlich zukünftig? Als da nichts zurückkam, hat Elon Musk angetwittert und dann gab es so einen öffentlichen Schlagaustausch. Und das Ende vom Lied war, dass Musk ihn gefeuert hat. Mhm.
Und jetzt frage ich euch, wie viele der Nachfragenden nochmal öffentlich in einem ungeschützten Raum den CEO direkt, wenn sie wissen, dass sie danach keinen Job mehr haben. Ja. Das ist so viel zum Thema psychologische Sicherheit. Ja. Und wie einsam ist der Typ, dass keiner ihm gesagt hat, Elon, mach das nicht. Ja. Der Kater, der ich glaube, es ist das so ein bisschen so ein Phänomen von Leuten, die sehr viel Macht haben. Je mächtiger, desto weniger Menschen haben die im Umfeld, die den Feedback geben. Ja, du hast Thema. Ja, genau. Ich wollte noch gerne mal zu Franz zu deinem Beispiel sagen. Du hattest ja gesagt, sobald die Lernperson oder die Führungskraft dann aus dem Breakout raus war, war auf einmal die Kultur ganz anders und auf einmal ging die Information im Kreis rum. Also das hat mich ein bisschen erschreckt, aber vielleicht bin ich einfach schon zu stark geprägt von unserer Agilität bei uns. Aber das ist eigentlich bei uns so, wenn die Führungskraft bei unseren Dailies ist, ist sie meistens mit dabei und der Fokus ist absolut überhaupt nicht mehr bei ihr. Also sie sitzt eigentlich in der zweiten Reihe und guckt sich das Ganze an und das Team bespricht, was steht im Kanban-Board, was wird gemacht, wo sind die Impediments, worum geht's, woran arbeiten, wie ist der Progress? Oder gibt es halt irgendwelche Themen, wo sie dann aufschnappt und sagt, ah, okay, also da könnten wir vielleicht das und das. Also sie wird eher als Ressource genutzt, anstatt als, ja, weiß nicht, Kontrollfaktor oder so im Meeting zu sehen. Mhm. Deswegen, also das finde ich, oder das ist, sage ich mal, auch das Schöne an den agilen Methoden, wenn man sie dann wirklich lebt und die Führungskraft sie mitlebt, dass wirklich der Fokus im Team ist und nicht mehr bei jemandem. Also, dass die Informationen zirkulieren, das ist absolutes Ziel jedes Meetings. Ja. Stefan? Ja, also, weil du gesprochen hast von Dailies, eigentlich sollte der Führungskraft nicht dabei sein. Der kann gucken, ja, der kann zuschauen, aber nicht aktiv teilnehmen, weil es kann schnell zu einem Show werden. Also, wer profiliert sich vor der Führungskraft und versucht ein bisschen sich Karriereleiter zu steigen oder sich zu profilieren. Also das ist eine Gefahr, aber sonst toll, wenn der Führungskraft das mitmacht und auch irgendwie cool wirkt. Ich glaube, da kann eine Führungskraft auch einen ganz unterschiedlichen Impact haben. Was mir jetzt zum Beispiel einfällt, wir haben einen Vorstand, bei dem mir immer wieder auffällt, dass er überhaupt kein Problem damit hat, Fragen zu stellen, wenn er von einem für andere vielleicht trivialen Thema keine Ahnung hat. Also der sitzt auch in einem Meeting und sagt, könnt ihr mich mal gerade abholen? Ich weiß gerade gar nicht, worum es geht. Das finde ich super sympathisch. Erstens, weil er weiß halt, er hat seine Spezialisten in seinem Unternehmen, er muss nicht alles verstehen. Und es ist auch dieses, es ist total okay, wenn du gerade keine Ahnung hast, worum es geht, frag einfach. Weil wenn er es macht, dann können das ja dann auch machen. So. Das ist auch wieder so ein bisschen dieses Thema Vorbildfunktion. Mhm. Genau. Gibt es noch Meldung von jemandem, der noch nichts gesagt hat? Ich war in der ersten Session heute nicht dabei. Das Thema psychologische Sicherheit hatte bei mir die erste Berührung vor ungefähr 2 Jahren im Rahmen von Arbeitssicherheitsinitiative. Und für mich war der Begriff damals überhaupt nicht greifbar. Was hat es mit Arbeitssicherheit zu tun? Bis dann eigentlich klar wurde, wenn du eine Safety-Kultur haben willst, in der man Unfälle reduzieren kann, Anlagenereignisse reduzieren, beinahe Unfälle reduzieren, geil, dann brauchst du eine offene Kultur. Du musst unsichere Handlungen und Verfahrensweisen ansprechen können. Du brauchst eine offene Feedback-Kultur. Du darfst nicht mit Repressalien antworten, wenn einer vielleicht mal sagt, so können wir das nicht machen. Wir müssen jetzt vielleicht die Arbeit einstellen und darüber nachdenken. Du brauchst natürlich aber auch die Rückendeckung vom Management, von deinen Führungskräften. Und das kann in Unternehmen eben die Grundlage dafür sein, dass Unfallzahlen nach unten gehen, indem ich einfach psychologische Sicherheit erzeuge. Also das war vielleicht an der Stelle an die Runde ja nochmal so der Hinweis, das war für mich so der Link, wie kann ich überhaupt Sicherheit, also jetzt, also ich sag mal spürbare Sicherheit im Rahmen von sinkenden Unfallzahlen erzeugen, eben indem ich Sicherheit in den Köpfen schaffe. Ja, also wir hatten da auch heute Vormittag das kurz angesprochen, dass es natürlich einfach Arbeitsbereiche gibt, in denen das noch sehr viel relevanter ist, dass Leute sich trauen, nachzufragen oder Bedenken zu äußern, wenn es wirklich um Menschenleben geht zum Beispiel. Ja. Genau, wir haben jetzt noch ungefähr 10 Minuten und wir wollten ja in das Praktische reinkommen. Deshalb würde ich jetzt mal einfach die Frage in den Raum werfen.
Nehmen wir mal an, es kommt jemand in diesen Raum und sagt, ich bin in einem Unternehmen, wo es überhaupt keine psychologische Sicherheit gibt. Niemand traut sich, was zu sagen. Der Chef reagiert total empfindlich auf Feedback. Was wären unsere Empfehlungen? Was macht man da? Ja. Ich würde ihm einen Coach empfehlen. Ja, oder mit er in seine Kraft kommt und aus seiner Rolle herauskommt, aus dieser Opferrolle und dann vielleicht selber die Initiative ergreift, in Eigenverantwortung da vielleicht einen ersten Schritt zu tun und das in das Unternehmen dann reinbringt. Ja, also vielleicht erstmal eben eine Person von außen, die sich erstmal traut, da was zu sagen, das ist ein Problem. Ich glaube, ich auch, man muss sich zur Sicherheit schaffen, aber jetzt nicht nur auf psychologischer Sicht, sondern wenn ich mich jetzt dafür entscheide, okay, ich gehe jetzt nicht einfach nur aus dem Unternehmen jetzt einfach direkt, also ich gehe da nicht weg, sondern ich will versuchen, vielleicht in dem Unternehmen was auch zu verändern, bräuchte ich für mich trotzdem die Sicherheit emotional, mental, aber auch tatsächlich ganz praktisch, dass wenn das nichts wird, dass ich dann nicht plötzlich, sondern dass ich dann zum Beispiel auch sagen kann, damit so lasse ich nicht mit mir umgehen, dann gehe ich auch. Also ich glaube, wenn man wirklich jetzt jemand ist, der in einem Unternehmen den Anfang macht, dann braucht man, also das kann man von niemandem einfach so erwarten, ja, dass er sich da in den Löwenkäfig irgendwie schmeißt, sondern das kann man, glaube ich, nur, wenn man auch sagt, ich habe die finanziellen Mittel, ich habe die Absicherung, dass ich auch eine freie Wahl habe, dass ich dann gehen kann. Ne? Dann kann ich was versuchen. Also ich glaube, das wäre jetzt schon, also so, wenn man wirklich sagt, bei mir im Unternehmen gibt es so gar keine Sicherheit. Also mein erster Gedanke war nur, run, ja. Also ja. Willst du wirklich in so einem Umfeld? Aber ja. Vielleicht, wenn ich dann wirklich die Sicherheit, also ich sage, ja, ich kann mir das quasi leisten, das auszuprobieren. Ich habe genug für mich Sicherheit in jeglicher Form. Dann würde ich auch sagen, schau mal, auf ganzer 1:1 Ebene finde ich noch andere Personen. Mhm. Kann ich die einzelnen vertrauensvollen Beziehungen, kann ich die finden? Finde ich eine Kollegin, mit der ich offen sprechen kann, dass ich da und da ein Problem sehe und so. Und vielleicht dann noch, also wirklich so dieses, was wir vorher auch mal gesagt haben, so dieses, diese Beziehungen, also so Begegnungen und Beziehungen möglich machen, das würde ich wirklich auf kleinster Ebene erstmal. Ja, Betriebsrätin oder Arbeitsrechtlerin. Mhm. Ganz so schutzlos sind wir ja nicht. Ja, wobei in Betriebsrat gibt es natürlich auch in größeren Unternehmen. Du hast dich eben noch gemeldet. Ich hatte es eigentlich perfekt gesagt. Ich glaube ja, also natürlich, das mit dem Run, da stimme ich auch zu. Je nachdem, wie krass das ist, aber Verbündete, glaube ich, sich irgendwie suchen, weil alleine ist man natürlich nicht so stark, wie wenn man halt dann weiß, okay, es hat eine gewisse Gruppe, mit der die dieselbe, die da dahinter steht. Natürlich auch nicht einfacher. Ja. Nicht nur Verbündete suchen und dann nicht weitermachen. Also man muss Verbündete, oder ich würde auch dazu raten, sucht ihr Verbündete und guckt mal und dann nehmt ihr euch vielleicht einen Coach oder einen Mediator oder irgendjemanden, der Konfliktmanager, Managerin, die irgendwie versucht und dann erstmal einen kleinen mit der Führungskraft und dann vielleicht weitergehend. Also nicht einfach nur so Verbündete suchen und so, oh, schlecht und da wieder, sondern aus dieser Opferrolle eben auch rauskommen, ne? Und dann zu gucken, okay, wie sieht denn die andere Seite aus? Ja, das ist schon nachgucken, ne? Das ist immer das Einfache, dann sich dann genau, die Lästergruppe zu finden. Genau, und dann wird das Problem ja noch größer, ne? Wenn du dann da so dich verbündest und dann dagegen angehst. Ne? Christopher hatte sich eben noch zögerlich gemeldet. Ich wollte noch darauf hinweisen, dass es natürlich so ist, dass das Thema in akademischen Berufsgruppen sehr weit oben steht, sicherlich. Aber dass man nicht vergessen darf, dass man eben die Nicht-Akademiker nicht mitnimmt oder dass der Straßenkehrer eben nicht so ein Coaching bekommt und dann am Ende die Gesellschaft wieder geteilt wird. Ja. Und ich glaube, das liegt halt auch daran, weil die Person vielleicht halt auch sagt, aber ich kann mir das nicht leisten. Ich kann mir das nicht leisten, dass bei meiner Führungskraft, ich habe diesen Job bekommen und ich brauche diesen Job, weil sonst habe ich keinen Aufenthaltsstatus mehr. Ne? Also das ist halt. Ja.
In dem Zusammenhang wäre vielleicht Strukturen auch hilfreich. Also kleine Strukturen, da meine ich nicht Organisation, sondern Methoden. Also beispielsweise, wenn ich ein Meeting habe und ich mache gewisse Dinge in Kleingruppen, ja, dann durchbreche ich durch die Struktur, nicht weil ich das jetzt fordere, sondern durch die Struktur durchbreche ich gewisse Muster. Wenn ich sage, ich gebe das Wort Rayo mal, jeder kommt dran. Wenn ich Timebox mache für Redeanteile beispielsweise und solche Geschichten, also mit dem kann ich arbeiten. Und ein anderer Punkt wäre auch, wenn es Ungleichheiten gibt an, wer sich das gesagt hat, Katharina, wer sich das leisten kann. Ich habe oftmals erwähnt, also ein paar Mal als Führungskraft und ein paar Mal als Externer gesagt, wo jemand so gehadert hat, eben ich kann mir das mit dem Chef nicht leisten, und habe gesagt, tu, was du für richtig hältst und im Zweifelsfall gib mir die Schuld. Ich bin weit genug weg, ich habe eine dicke Haut, ich halte das aus. Es wurde nie gebraucht, aber die Person hat diesen inneren den Mut gefasst, um den nächsten Schritt zu tun und das System gesund zu irritieren. Ich habe vielleicht noch eine Success-Story. Also eine Freundin von mir hatte wirklich über ein Jahr lang Mobbing-Probleme in der Firma. Also es ging so weit, dass sie mich jeden Tag weinend angerufen hat, körperliche Symptome hat, also ganz, ganz schrecklich. Und wir sind auch viele Optionen durchgegangen und sie hat keinen Zugang zu Coaching oder irgendwelche Stellen, die sie anlaufen kann. Also absolut undenkbar. Dadurch, dass der Firmensitz in England sitzt, kommt sie auch nicht direkt an die Führungskräfte ran. Und letztendlich hat sie sich dann für eine E-Mail entschieden und hat aufgezählt, welche Nachteile aus dieser Situation für sie, aber fürs Gesamtunternehmen resultieren und welche Verbesserungsoptionen insgesamt, also nicht nur fürs Team, sondern auch finanziell, sich ergeben würden, wenn die Situation anders wäre. Und sie hat wirklich eine super lange E-Mail geschrieben, das hat sich über Monate hinweg entwickelt. Ne? Also jedes Mal, wenn sie was hatte, jedes Mal, habe ich dann auch gesagt, ja, aber was ist denn der Nachteil? Und die E-Mail tatsächlich hat sie an die geschäftsführenden Personen mit ihrer Führungskraft, der sie wirklich sehr stark gemobbt hat, in einem CC hat sie losgeschickt. War auch ein Prozess von Monaten, bis sie sich dazu entschieden hat. Und sie hatte jetzt mehrere Gespräche mit der geschäftsführenden Person aus England. Der ist explizit in einem Zweiergespräch auf sie zugekommen, hat ihr die Angst genommen, hat gesagt, ich will wirklich erfahren, wie es besser laufen kann. Ich sehe die Punkte, ich kann es nachvollziehen. Da geht es natürlich auch um Perspektivenübernahme. Also was bringt der geschäftsführenden Person das jetzt in dem Moment oder dem Teamleiter? Und ich glaube, da kann man vielleicht auch wirklich mit Vor- und Nachteilen argumentieren tatsächlich, weil aus einer emotionalen Empfindung eines Mitarbeiters resultiert ja keine Handlungsimplikation in erster Konsequenz kognitiv für eine Führungsperson. 17:30 treffen wir uns nochmal im Plenum. Danke. Das kann auch wirklich bombastisch gut laufen. Vielleicht willst du noch das letzte Wort sagen. Sie hatte gerade gesagt, es war auch ein gutes letztes Wort. Das stimmt. Genau. Das stimmt auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, wir könnten noch eine Stunde weiterreden, aber irgendwo müssen wir einen Cut machen. Vielen Dank an alle, die mit diesem Podcast haben. Dankeschön. Ciao. Noch eine Bitte und Papa meiner Linken. Wir wollten noch ein Gruppenfoto machen, das wir dir dann natürlich auch gerne zukommen lassen, weil du dich zum zweiten Mal bereit erklärt hast. Dafür müssen wir uns hier ganz kurz positionieren. Ich mache das von auch noch kurz und stelle es in den Chat. Alles freiwillig natürlich. Ne? Alles freiwillig. Jeder darf, wo man einen gesehen Ich kann dich auch auf den Arm nehmen. Wunderbar, immer ein bisschen, dann passt das. So ist die Chefin da. Okay, jetzt alles smilen auch online. Alles klar, super, vielen Dank. Cool.
Gut, tschüss zusammen, macht's gut. Ciao, ciao. Okay, ich hoffe, ich habe jetzt so ungefähr ein bisschen was mitgeschrieben. Ich mache einen LinkedIn-Post mit dem Foto und dann können ja alle drunter kommentieren, die sich mit den anderen vernetzen wollen. Yes, ja. Vielen Dank, ihr macht das echt super. Danke. Danke fürs Mitmachen. Ja, gerne, gerne. Seid ihr später noch da zu Abend zum Essen? Ich denke, wir werden morgen auch wieder. Dann sehen wir uns. Bis morgen. Später. Wie gut. Ist direkt über hier von der. Ich weiß nicht genau. Du musst auf jeden Fall noch mal kurz erfrischen. Wir können gerne kurz rausgehen. Bitte da nicht schlecht tun. Danke für deine Unterstützung. Bitte, bitte gerne. Alles gut.